Hallo und willkommen zu meinem neuen Let's Talk. Wieder ein sehr kurzes. Und zwar, um euch mitzuteilen, dass nach diesem Let's Talk die vorläufig letzte Folge von XCOM Enemy Unknown laufen wird. Wie schon in meinem letzten Let's Talk angekündigt, ist die XCOM-Partie nicht so gut gelaufen. Wir werden jetzt ein Desaster der speziellen Art und Weise zu Gesicht bekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich nochmal vor dem Casablanca Terror laden soll oder überhaupt ein neues Spiel XCOM anfangen soll. Wenn ihr wollt, schreibt unten in die Kommentare, was ich tun soll. Ansonsten fange ich einfach eine neue Partie an und lade die dann auch hoch. Ich gebe euch aber ein paar Tage Zeit. In dieser Zeit werden wir kein XCOM hochladen, aber ich habe, das ist schon etwas länger her, mit meinen Belgern eine Art Mini-Let's Play aufgenommen. Wir nennen es das Projekt Offline. Immer wenn wir nicht in Wien sind, sondern im Haus meiner Schwiegermutter, haben wir dort kein Internet oder sonst irgendetwas. Wir haben dann meistens auch nur einen Computer mit und spielen dann dort C5 im Hot Seat Modus alle zusammen. Das haben wir das letzte Mal zumindest drei Folgen aufgenommen und diese drei Folgen, die wir eben Projekt Offline nennen, haben wir aufgenommen und die werde ich jetzt dann auch quasi in der Zeit hochladen, wo ich keine XCOM-Folgen aufnehme. Danach sollte wieder XCOM kommen. XCOM kommen. Schwierige Wortkombination. Jo, das war's eigentlich schon wieder. Jetzt noch ein ganz kurzer Gruß an die 7D. Hallo 7D. Ich hoffe, ihr habt gelernt für den morgigen Test. Ansonsten müssen wir hier unten dran ein Hashtag hängen, nämlich das Hashtag You Will Fail. Aber das wird schon werden, oder? Ihr seid ja sehr strebsam, zumindest einige von euch. Und die anderen, naja, was soll ich mit denen schon machen? Okay, Herrschaften, ich wünsche euch einen schönen Abend noch mit der vorläufig letzten Folge XCOM. Und ja, wir sehen uns dann bald wieder. Oder auch nicht. Sehen wir mal. Herrschaften, nachdem wir das letzte Mal es nicht geschafft haben, Casablanca vom Terror zu bewahren, habe ich ja neu geladen, wie wir uns ausgemacht haben. Wenn ich mehr als die Hälfte der Leute verliere, dann lassen wir das dann laden wir neu, wenn zu viele Leute sterben, was definitiv passiert ist. Ich habe jetzt noch, glaube ich, drei oder viermal versucht, Casablanca zu besiegen. Bin jedes Mal kläglich daran gescheitert, deswegen werden wir das jetzt lassen einfach. Pfeif auf Casablanca, wir müssen stärker werden, wir müssen gescheite Rüstungen, gescheite Waffen und sonstiges haben, bevor wir einen Terrorort angreifen können. The stun bomb is used for capturing live human specimens, but it can also be used against most alien races. It is fired from a small launcher. Okay. Den Small Launcher machen wir ja gerade. New Project. Alien Alloys. Heavy Plasma. Mind Probe. Oh, Mind Probe klingt gut. Was muss ich machen, um eine Rüstung zu erforschen? Noch brauchen wir das, glaube ich, nicht. So, Casablanca ist wieder frei von Aliens.
Das wird nicht gut in unserem Resümee aufscheinen, dass wir Casablanca nicht gerettet haben. Wieder zurück. Ja. Was auch immer. Oh, Monthly Rating minus 1348. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Schauen wir mal. Was kann man noch produzieren? Lasercannon. Viel machen wir. Machen wir mal vier. Ich habe mir sagen lassen, dass man die relativ teuer verkaufen kann. Vielleicht sollten wir auch so einen Tank bauen. So, schauen wir mal. Equip Craft. Sky Ranger. Machen wir das so. Hey, wir haben einen Tank mit Laser Cannon. Den können wir nicht drauf tun. Das heißt, wir haben sowas sogar schon mal gebaut. Oh, wir haben nur drei Stun-Bombs. Vielleicht sollten wir auch Stun-Bombs dann gleich mal produzieren. Weil wir werden hoffentlich bald auch den Rocket Launcher, diesen Launcher da, diesen Small Launcher entwickeln, und dann können wir zwei oder drei Leute mitnehmen, die solche Stun-Bombs verschießen. So, Medikits könnten wir noch vier drauf geben. Vielleicht sollten wir sogar noch eine zweite Station bauen. Einfach nur so eine Art Horchposten. Da USA-Kanada-mäßig. So, dass Vancouver vielleicht noch drinnen ist. Und Los Angeles. Am Erie-See. Kostet 800.000. Ist okay. Wie nennen wir sie? Erie See. So, dieses Mal bauen wir das aber gleich so, dass wir den Aufzug hierher setzen. Da bauen wir dann die Hangare. Und darunter bauen wir die Station. Und als erstes bauen wir hier ein Large Radar System. Laser Defense. Ah, okay. Machen wir mal das Large Laser System. Large Radar System. Ist okay. Und dann bauen wir da hinten weiter. So,
Den Tank haben wir also schon. Dann bauen wir mal Stun-Bombs. Oh, wir brauchen dafür Ilerium 115. Bauen wir mal 20 Stück. Wir werden hoffentlich später noch mehr finden. Wie schaut's aus, Aliens? Wollt ihr nicht langsam kommen? Okay, Laser Defense haben wir. Jetzt brauchen wir jetzt Heavy Lasers noch einmal ein paar. Außerdem werden wir diese Laser Cannons. Quick Craft. Ich glaube, der hat noch einen Stingray, genau. Eine Laser Cannon einbauen. Und die Stingray werden wir verkaufen. Außerdem verkaufen wir einige von diesen Laser Cannons. Okay, das Radarsystem haben wir auch. Brauchen wir noch mehr Facilities dabei? Einmal nicht, glaube ich. Müssen wir mal abwarten, ob irgendwelche Hyperwave-Decoder. Was kann das? Alien Communications rely on a supradimensional wave, which travels almost instantaneously. The Decoder Facility intercepts UFO transmissions and decodes the information. This will show the type of UFO, the alien race and the type of activity. Hey, das ist aber gut. Okay. Heavy Plasma, bla. Warum können wir nicht Alien Origins oder Alien Alloys? Machen wir Alien Alloys. Machen wir mal die Legierung. Vielleicht können wir dann irgendeine eigene Rüstung bauen. Irgendwie können wir derzeit nichts Gescheites erforschen. So. Na dann. Bauen wir mal so ein Hyperwave, bla bla bla. Hyperwave-Decoder. Hey, few reports. Mind probe. The mind probe is an alien communication device, which is used to take information directly from brainwaves. Entschuldigung. XCOM units can use this device in combat to display an alien's characteristics. Click on the mind probe and the use option. Then click on an alien with the cursor. Okay. Neues Projekt. Plasma. Nein, Alien Origins machen wir jetzt einmal. Mind Probes. Mal schauen. Ah, vielleicht sollten wir einige von den Mind Probes mitnehmen.
Haben wir Mind Probes? Ja, drei. Nehmen alle drei mit und passt. Ja, schon wieder ein Terror in Canberra. Sollen wir das wagen? Kommen wir da überhaupt hin mit unserem Schiebernakel? Also sind wir sicher nicht untertags dort. Nö. Kommen mitten in der Nacht hin. Was haben wir nicht gespeichert? Game. Du. Ah, der Terror ist weg. Mist. Echt jetzt? Echt jetzt? Das ist sehr ärgerlich. Ah, ja. Als nächstes bauen wir einen Hangar und einen Hyperwave-Decoder. Können wir uns nicht leisten. Mist. Ah, dann einen General Stores. Dann können wir nämlich das Schiebernagel auch gleich ausrüsten. So, bauen wir mal einige von diesen Mind Probes. Die brauchen auch Illyrium 115. Das gefällt mir nicht. Dann brauchen wir mal 5. Einige von den Heavy Lasern verkaufen. Heavy Laser. Ja, fast das Doppelte. Fünf behalten wir uns für die Basis. So, Alien Origins. It is clear that we are fighting a losing battle on Earth. The alien hordes are overwhelming in number. The best we can do is slow down their progress. Na super. The only hope for humanity is to tackle the aliens at their source. Our research seems to indicate a nearby base of operations within our solar system. Aliens indicate this place to be the center of an ancient civilization that predates human history. We must locate this place as soon as possible. However, we need to capture and interrogate an alien leader to gain more detailed information. The larger UFOs probably contain at least one alien leader. Na gut, wissen wir das mal. Mal das Illyrium 112, was auch immer das ist. Oh, sie mögen uns schon wieder nicht. Poor rating. The Council of Founding Nations has regrettably decided to terminate the project. Was? We can only hope that we can come to do some. That we can.
come to some accommodation with these apparently hostile forces and that the general population. Was? Was? Sie haben uns die Gelder gestrichen und uns rausgeworfen? Das ist ja tragisch. However, it soon becomes clear that the aliens have other plans. Okay. The aliens attempt to exterminate all humanity, destroying cities and poisoning the air and sea. The resistance of Earth armies is futile in the face of vastly superior technology. Surviving, das habe ich noch nie gesehen. Ich habe offensichtlich immer in einem leichteren Schwierigkeitsmodus gespielt. The resistance of Earth armies is futile in the face of vastly superior technology. Surviving generations suffer terrible mutations as they flee alien destruction. The knowledge gained through the XCOM project is lost forever. You have failed to save the Earth. Na super. Und das bin in kürzester Zeit. Also Freunde, das war XCOM. Vielleicht versuche ich es nachher noch einmal. Auf jeden Fall haben wir das nicht sehr klug angelegt. Ich wusste nicht, dass das passieren kann. Ja. Herrschaften, wenn es euch gefallen hat, setzt mir ein Like hinten dran. Das war ein überraschendes und schnelles Ende. Vielleicht hätte ich doch hinnehmen sollen, dass Leute, sehr viele Leute sterben in diesen Operationen. Ja, kann man nichts machen. Okay, bis dann.